Eines darf man jedoch nie machen, nämlich das, was uns Anna-Maria hier gerade zeigt. Und sich den Strick um die Hand wickeln. Das ist deshalb so gefährlich, weil man sich, sollte das Pony mal ausbüchsen, dabei ziemlich verletzen kann. So dürft ihr den Strick immer nur locker in der Hand halten. Damit für das Turnier alles schön gepflegt ist, muss außer dem Pony auch noch Sattelzeug und Trense ordentlich geputzt werden. Das sollte übrigens auch nach jedem Reiten gemacht werden, damit sich kein Staub und kein Schmutz im Leder festsetzen und so schnell nichts kaputt gehen kann. Um den Sattel zu pflegen, legt man diesen am besten auf einen sehr großen Stein oder besser noch auf einen Holzbock. Dann nimmt man die Sattelseife, die hier in der Dose ist, und einen Schwamm und seift sowohl den Sattel als auch die Trense, wobei hier jeder Riemen einzeln zu behandeln ist, ordentlich ein. Dann wird das Gebiss mit klarem Wasser gereinigt. Und jetzt ist das Putzen dran. Da die Ponys oft dreckig von der Weide kommen, ist es besonders wichtig, ihr Fell ordentlich zu bürsten. Dazu benötigt man einen Striegel und eine Kardätsche. Hier zeigen uns Anna-Maria, das Mädchen mit dem schwarzen T-Shirt, den Striegel. Und Jasmin, das Mädchen mit dem braun-weißen Pullover, die Kardätsche. Um das Pony ordentlich zu putzen, müsst ihr es vorher anbinden oder es von jemandem festhalten lassen. Dann macht man erst mit dem Striegel am Pony kreisförmige Bewegungen von vorne nach hinten, um den Staub und die Haare im Fell aufzulockern. Durch Ausklopfen am Boden wird der Striegel wieder sauber gemacht. Das Instrument, was ihr gerade im Video gesehen habt, ist das, was ich hier gerade festhalte, ein Striegel. Das ist ein einfaches Instrument, womit ihr eben das Fell des Pferdes gegen den Strich aufstellen könnt, es grob vom Dreck reinigen könnt und dabei auch noch die Muskeln massiert. Wusstet ihr eigentlich, dass Striegel vom lateinischen Wort Strigilis kommt? Ja, das war auch damals schon ein einfaches Instrument, welches die Römer in der Antike benutzt haben, um den groben Dreck und den Schweiß vom vorher eingeölten Körper schaben zu lassen.